Hallo liebe Freunde meines Kanals Cosmographia. Von weit her kommen die Besucher zu diesem Freilichtmuseum. Manche Sommergäste ziehen sogar ihre Kinder in den Räumlichkeiten der Museumshäuser groß. Ich genieße die weite Anlage im Franche-Comté in der Nähe von Besançon. Es ist das Musée Parc Nancré. Das Gelände ist weiträumig und die Häuser stammen aus 7 Regionen des Franche-Comtés. Alle sind originalgetreu wiederaufgebaut und inhaltlich museal bespielt. Betrachten wir zuerst die Häuser von außen und lassen die Umgebung auf uns wirken. Die historischen Häuser sind alle informativ beschildert und nehmen auch Bezug zu ihrem ehemaligen Standort. Die Einrichtungen der Zimmer stammen aus der Zeit vor 1950. In diesem Zimmer zeigt es zum Beispiel die Situation eines heimgekehrten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Nein, in diese Situation möchte ich nicht geraten. In diesem Raum darf man sich in alte Kleider stürzen, um sich vor der alten Plattenkamera zu präsentieren. Fotografieren muss man sich dann jedoch mit dem eigenen Handy, so wie hier meine Tochter, anlässlich unseres ersten Besuches vor 60 Jahren, circa. Die historischen Küchen faszinieren mich, weil ich selber eine alte Küchenhexe habe und ich finde hier Utensilien, die ich selber auch besitze und bei Freunden ausprobieren kann. Pferde, Schafe, Ziegen fehlen nicht. Auch die Gärten werden liebevoll gepflegt und pädagogisch genützt. Viele Ideen kann ich hier für meinen eigenen Garten abholen. Täglich gibt es wechselnde Attraktionen und Schwerpunkte für die Besucher. Für heute ist ein Traktorentreffen organisiert. Dieses Treffen findet jährlich statt und zeigt viele weitere animierte Attraktionen rund um die Landwirtschaft. Dazu stelle ich einen eigenen Filmbeitrag zusammen, welcher hier oben verlinkt ist. Mit Informationen wird nicht gespart. Auf die Ökologie wird liebevoll eingegangen und wie auf mannigfaltige Weise die Häuser dicht gemacht wurden. Schwindelerregend die Informationsflut. Und spät Nachmittag geht's, nachdem man vorgängig den Museumshop nach Bücher durchforstet hat, nach Hause. Ein tolles Museum. Kennt ihr weitere Freilichtmuseen? Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare. Ein Daumen hoch ist für mich ein Lohn für diese Zusammenstellung. Merci und bis zur nächsten Präsentation. Tschüss!